Hallo, hier ist Ihr Profimetzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich ein Schaf grob zerteile. Ich werde die Koteletten mit der Bandsäge schneiden, den Hals schneiden mit der Bandsäge, die Koteletten schneiden mit der Bandsäge und eine Keule lasse ich ganz und eine werde ich zusammenschneiden. Das erste, was ich anfange, ich schneide die Brust ab. Vielleicht sieht man es jetzt besser. Da schneide ich her. Das ist da, wo der Fett ist, wo der Fettrand ist. Da müssen wir sauber schneiden. Bei der Laufskarre. So. Jetzt schneide ich da weg, damit man es besser sieht. Ich schneide nicht bei denen. Da macht der Wirbel, da macht da einen Knick. Das wird da, mache ich immer eins drunter. Da herrscht da schon meine. Das ist ja manchmal ein bisschen zum Finden, wo das genau läuft. Das ist, aber da kommt man tatsächlich schon drauf. Das ist das. Es ist meistens so, wenn man es filmt, dann läuft es nicht so, wie man will. Normalerweise mit Anschnitt, aber so. Jetzt lege ich so her. Das ist jetzt die Schulter. Wenn Sie schauen, da sehen Sie, da läuft die Schulter her. Die geht nämlich so. Jetzt dürfen Sie nicht gerade so schneiden, weil ich bin ja mit der Schulter drin. Die Schulter geht da her. Schneide lang leicht da rein, da aufpassen, nicht so tief reinschneiden, man schneidet es in den Hals rein. Dann haben wir das da her. Und jetzt drücken wir das wieder weg. Und da. Und wenn Sie die Schulter jetzt so haben, wenn man genau schaut, da ist der Knochen, die Schulterplatte, und da schneiden Sie einen geraden Schnitt her. Da schneiden wir mal an. Dann bricht ihm das. Tja, das ist die Schulter. Jetzt putzen wir es gleich mal zu. Da ist der Fettkern, den schneiden wir weg. Da ist jetzt die Schulter wie gewachsen. Jetzt machen wir auf der anderen Seite das Gleiche. Schauen Sie mal drauf. Das hat, ich habe das Lamm nicht geschlachtet. Ich habe ihn nur am Zerlegen. Weg. Jetzt wieder. Die Schulter geht so bis da hinten. Da schauen wir. Da aufpassen auf den Hals. Da fahren wir dann da her. Jetzt. Dann drücken wir das so. Und da ist wieder die Schulterplatte. Da schneiden wir her und hinten kann man ein bisschen an. Schauen Sie, das bricht genau am Knorpel. Da schneiden wir wieder das Fett weg. Dann sieht man ein bisschen weg. Das sind jetzt die beiden Schultern. Wenn sie einer wie gewachsen kriegt, kriegt er sie so. Und wenn Sie jetzt schauen, da ist die Brust, da ist der Rücken, der Hals. Wenn Sie jetzt die Brust abtrennen, ganz wichtig ist, dass beide Karree-Seiten gleich breit sind. Weil so ein Kotelett schneiden, nicht dass eine breiter ist als die andere, schaut mir fürchterlich aus. Und den Schnitt. Und her. Ich schneide das mit der Handsäge. Legen wir die Brust mal her. Das sind die Nieren. Da sind die Nieren, die machen wir ein bisschen zu. Bildfett lassen wir drauf.
Das sind die zwei Nieren. Das überschüssige Nierenfett schneiden wir weg. Wenn man auch richtig kann, haben das. So, das kommt weg. Das habe ich. Und jetzt schneide ich das mit der Bandsäge. Ich schneide mit der Bandsäge, muss ich schauen. Da habe ich, bin ich ein bisschen knapp zugekommen, dass ich dann so herkomme. Jetzt schneide ich es mit der Bandsäge. Schneiden wir das zurecht. Jetzt schneide ich den Hals herunter. Das muss so, schauen, dass wir einen geraden Schnitt zum Bringen. Da schneide ich mit der So, das ist der Hals. Jetzt haben wir den Rücken. Jetzt drehen wir um. Schauen Sie, so schön geschnitten. Fällt schon mal weg. Und den werden wir mit der Bandsäge in Kotelett schneiden. Die schneiden dann auf. Das ist der Rücken. Das ist die Brust. Was ich mache, ich schneide immer den von der Bauchöffnung, da schneide ich ein bisschen weg. Weil das meistens ist da ein bisschen angetrocknet schon. Da schneiden wir weg. Die Brust schneide ich dann einmal da durch. Und dann teile ich sie mit der Bandsäge auf und schneide das ein. Und was macht man damit? Es ist recht gut, der Suppe kochen, auch zum Braten, ist hervorragend. Oder man löst sie aus und verschiert sie. Nur wenn Sie heute ein Lamm verkaufen, gell, und sie geht tiefer, sie gehen in der Zerlegung, desto teurer wird natürlich das Endprodukt. Gell. Und da ist halt bald einmal die Schmerzgrenze beim Kunden gleich mal überfordert. Und so ist doch so, dass der eine, der ein ganzes Lamm kauft, vielleicht selber auch noch recht gerne da ein bisschen was macht. Dann nehme ich her, schneide da auf. Ich löse auch hängend aus. Ich löse her. Ich mache das nicht auf. Jetzt, da ist das Schlossknochen. Ein bisschen auf Zug, nicht zu viel. Da ist mir aufpassen, dass man das Frikando, dass man noch nicht ins Frikando reingeschnitten. Das ist eine Art, wo man dann Acht geben muss. Da schreiben wir drauf. Und da schreiben wir es. Fort. Da schneide ich die Achillessehne weg, weil die Stelzen, da mache ich Lammstelzen draus. Dann da schneiden wir weg die Fetten da, was da ist. Auf dem da schneiden wir das mal weg. Ein Filetkopf lasse ich drin, den lasse ich da drin. Wie gesagt, das Lamm kriegt einer im Ganzen. Gell? Das ist so. Jetzt schneide ich die Stelzen weg. Die Stelzen ist am Knie. Das ist das Kniegelenk. Da. Dann haut her. Das ist jetzt die Keule zum Braten.
wichtig ist. Und da sehen Sie immer noch kleine Drüsen, die schneiden wir weg. Weil ich mache da nicht gar so ein gutes Bild. Schauen Sie, wir sagen, wichtig ist, dass das dass nichts weghängt, dass er schön sauber zugeschnitten ist, keine Schnitt drin sind. So ist ein schöner Braten. So ist ein schöner Braten. Da mache ich jetzt eine Lammhaxe. Da schneide ich gut immer weg. Das ist die Lammhaxe. Bei der Schulter. Die Schulter lasse ich am. Stelle die Haxe, die Lammstelze schnell weg und die Lammhaxe. Dann löse ich das Schulterblatt aus und die Mittelknochen lasse ich drin. Das ist super zum Braten. Und dann, wenn Sie das Schulterblatt auslösen, sehen Sie, da wackelt es. Das ist eigentlich bei jedem, bei einem Reh oder bei einer Ziege oder bei einem Schwein immer gleich. Dann fahre ich da mit dem Messer den Schulterblattknochen entlang. Da schneide ich die. Mit dem Messerrücken, mit dem Messerspitzen, ziehe ich das runter. So. Und jetzt ist immer wichtig, dass ich da hinten, hinter den Knochen, auf der Rückseite jetzt, da muss ich es. Die Knochenhaut durchgeschnitten sein. Und dann ist jetzt keine Hexerei mehr, das rauskriegen. Schaut, die Knochen ist sauber. Die schneiden wir noch zusammen. Was ich jetzt noch mache, ich putze es etwas zu. Wenn es blutig ist, schneiden wir weg. Da schneiden wir weg und da schneiden wir ein bisschen gerade. Jetzt schneide ich die Lammstelze weg. Dafür schneide ich immer so. Und da ist der Ellbogen. Da schneide ich sie weg. Immer den Ellbogen. Jetzt haben wir da die Lamm. Die blutige ist schnell mal weg. Da haben wir jetzt die Lammschulter. Lammhaxe. Jetzt mache ich mit der Brust mache ich jetzt Folgendes. Damit sie leichter zum Braten oder zum Kochen geht, schneide ich sie einmal in der Mitte durch. Okay. Wenn Sie die Stücke jetzt noch haben, was ich immer mache, ich schneide den vom Lamm, vom Lammschwanz, den anderen schneide ich immer ein bisschen weg. Den schneide ich weg. Da schneide ich jetzt Lammkotelett aus den Stücken. Da schneiden wir davon wieder die Drüsen, da schneiden wir weg. Da schneiden wir die Teile weg vom. Da machen wir schön sauber. Da hinten stellen wir ein bisschen Fettwasser. So, ja, das passt. Jetzt schneide ich da einfach, wenn wir das, die Säge einstellen, auf, also auf. Das ist jetzt wie jeder haben will. Der mag es ein bisschen dicker, der andere mag es ein bisschen dünner. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Gell? So müssen wir das machen. Und jetzt stellen wir da eine schöne. Eine schöne Kotelette da. Thank you.
so eine schöne Gurke. So, und das passiert jetzt als Lammstelze. Da schneide ich das wieder so und da schneide ich auch mit der Panzer wieder ab. Jetzt kommen die, der Lammhals, das gleiche. Eigentlich hervorragend zum Grillen, der Lammhals. Oder zum Grün, was wir machen wollen damit. Und den so weg. Das ist der Lammhals. Und jetzt kommt das Kotelett. So, wenn so ein kleines haben, dann geben Sie es weg, ist besser. Geben Sie es aus den Kunden nicht. Jetzt machen wir den noch. So, was haben wir da jetzt? Da haben wir die Lammkeule, der Beckenknochen habe ich rausgelöst, die Haxe habe ich abgetrennt, hervorragend zum Braten. Was vielleicht eine Möglichkeit wäre, wenn Sie so eine Ding machen wollen, da könnt ihr einen Steak aber schneiden, mit Messer, alle Hufsteaks, wenn ihr das haben will. Da habe ich die zwei Nieren, die zwei Schultern, ohne Knochen, die zwei Schultern, da habe ich den Röhrenknochen drin, die Stolze habe ich weggeschnitten, das ist die Lammbrust. Dann habe ich die Lammkotelett von der Keule. Dann habe ich die Lammkotelett vom Karree. Und die Lammkotelett vom Hals. Und da habe ich die Lammleber und da habe ich die Knochen für Soße machen. Und das wäre es eigentlich schon. Sollte Ihnen es gefallen haben, bitte einen Daumen nach oben, abonnieren Sie mich. Ihr Profi-Metzger Ralf.